Hallo, ihr Lieben, kennt ihr das? Wenn ihr zum Beispiel in Therapie seid oder so auch im normalen Leben, dass ihr so innerlich das Bedürfnis hättet, euch auszudehnen, lebendig zu sein, Spaß zu machen, dass irgendwie so eine höhere Instanz einschreitet und sagt, nee, nee, bleib mal ganz klein, bleib mal ganz eng, sei nicht zu laut, sei nicht zu auffällig, zeig deine Gefühle nicht. Zeig deine Bedürfnisse nicht. Und das erlebe ich halt sehr oft, wenn ich mit den Klienten arbeite, wie schwierig das für die Menschen ist, sich weit zu machen, sich groß zu machen, sich auszudehnen, die Körperübungen auch zu machen. Das muss ein ganz langsamer und vorsichtiger Prozess sein, damit die wirklich sich so rantasten an die Grenzen, spüren, wahrnehmen, wie kann ich mich zeigen, was ist. Wird gefährlich, sich mal ausprobieren, nee, das überlebe ich ja doch. Und das könnt ihr zum Beispiel selber auch mal machen, dass ihr wirklich selber mal so in das Körpergefühl geht und euch wirklich mal ganz groß und ganz, ganz stark macht und euch aufrichtet und schaut, wie geht es euch dabei. Und zwar ganz langsam, so Stück für Stück, zu sagen, okay, ich merke, da ist eine Grenze, da geht es nicht weiter, da habe ich Angst. Und dann auch nachspüren. Also besser ist natürlich in therapeutischer Begleitung. Welche Bilder kommen da? Was macht mir Angst? Dann auch sagen, ja, okay, da kommt vielleicht so ein Satz von meiner Mutter, sei nicht so arrogant, wenn du dich so hinstellst. Und dann den Glaubenssatz auch mal hinterfragen, stimmt der noch für mich? Und kann mir heute was passieren, wenn ich mich anders verhalte, wirklich mal diese Sätze auch mal in Frage stellen. Und da kann man sich so Stück für Stück ein bisschen über die Grenzen bewegen, weil diese Prägung in der Kindheit, dieses extreme Gefühl der Ohnmacht, der Verzweiflung, diese unendliche Trauer, die da ist, die man immer ja noch manchmal wieder spürt oder wo man in eine Depression rutscht und so, dahinter steht eigentlich das Bedürfnis nach Expansion und Lebendigkeit. Und das ist ja so eingeschränkt worden, ihr seid ja da so gefesselt worden, wenn jemand eine frühkindliche Traumatisierung erlebt hat, weil die Eltern haben sich ja nicht um euch wirklich gekümmert, die haben euch ja nicht gesehen, die haben euch nicht wahrgenommen, die haben nicht, wenn ihr gelächelt habt, reagiert oder einfach euch dann, wenn ihr mal traurig wart, getröstet und haben vielleicht dann geschimpft, oder so stell dich nicht so an, dann die Sprüche Indianer kennt keinen Schmerz und so weiter. Und darum ist es so wichtig zu versuchen, vielleicht auch mal eine gute Erdung aufzubauen, euch hinzustellen, mal nur die Fußsohlen zu spüren, so dass ihr stabil auf der Erde steht und dann mal wirklich so Stück für Stück versucht, euch ein bisschen auszudehnen, euch zu weiten, euren Brustkorb zu weiten, tief einzuatmen und dann auch tief auszuatmen, das wirklich mal so loslassen. Und wenn Gedanken kommen, wenn Sätze kommen, stellt die mal wirklich in Frage, wer hat das gesagt und will ich das heute auch noch genauso denken, fühlen oder glauben? Also das ist immer so ein Prozess, wo ihr einfach mal alleine probieren könnt, da übernehme ich keine Verantwortung dafür, aber probiert es einfach mal aus, euch so ein bisschen auszudehnen und nachzuspüren, wo ist es eng oder wo zwickt es oder wo zwackt es. Und zwar jetzt nicht von den Muskeln her, sondern vom Gefühl her, von der Empfindung her. Warum? Was kommt da für ein Gefühl in mir? Was für eine Stimme kommt da im Hintergrund? Wer sagt es, das darf ich nicht? Und ich schaue dann vielleicht arrogant oder ich schaue stolz oder ich bin zu laut oder wie auch immer. Ihr werdet es nur erlernen, neu erlernen, indem ihr es übt und tut. Und das ist das Wichtige. Weil wenn man sich ständig weiter so eng macht und so krampft, wie sollt ihr da in eine Expansion kommen und wie sollt ihr dann diese Dinge lösen können, diese Erstarrung im Körper? Und das immer ganz, ganz vorsichtig. Es ist besser mit therapeutischer Begleitung, aber versucht es mal im ganz kleinen Rahmen, euch ein bisschen so spielerisch auszudehnen und zu schauen, okay, ja, das überlebe ich noch und das ist okay und das ist jetzt nicht mehr okay. Also taste ich mich da vielleicht langsam ran. Einfach so spielerisch, bisschen für sich selber so hin und her jonglieren. Weil, wie gesagt, wer eine frühkindliche Traumatisierung hat, rutscht dann ganz, ganz schnell wieder in die Erstarrung, in die Depression, vielleicht in die Dissoziation.
weil man die Dinge nicht wirklich spüren will. Und das heißt nicht, dass ihr jetzt da in Action alles zusammenschlagen müsst, bitte nicht, sondern macht es ganz, ganz, ganz vorsichtig. Und wenn ihr merkt, da kommt die Wut hoch, die Frage habe ich ja auch oft, ja, ich habe so Angst, dass mich die Wut überflutet, dann sucht euch da wirklich Begleitung. Und was ihr alleine machen könnt, ist vielleicht wirklich mal einfach ein Handtuch nehmen und das Handtuch mal bringen, diese Wut ganz bewusst da abfließen zu lassen. Aber wie gesagt, das sind einfach so ein paar so Tipps, die ich heute euch mitgeben möchte. Spürt einfach mal rein und lasst das im gewissen Rahmen, so wie es handelbar ist, für euch zu. Bis zu der Grenze, nicht, dass es euch dann überflutet. Also das waren so ein paar so Tipps, wo ich euch heute gern mitgeben möchte. Ohne Garantie, probiert es mal aus. Am besten ist es im therapeutischen Kontext, weil da kann schon sehr viel hochkommen. Wenn ihr merkt, es euch überflutet euch, dann holt euch wirklich schnell Hilfe. Aber probiert es einfach wirklich mal aus. So ein bisschen spielerisch, so eure eigene Lebendigkeit oder einfach mal so achtsam, einfach mal etwas spüren, wie wirkt es, was ist es, wenn ich die Hände ganz nach oben tue, wie fühlt sich das an, kann ich das überhaupt? So mal ein bisschen so diese Körpergrenzen ausloten, quasi wie weit kann ich mich eigentlich ausdehnen und zeigen. Und dann auch vielleicht überlegen, was bräuchte ich als Schutz, welches Mechanismus könnte ich einbauen, dass ich da ein bisschen mehr geschützt bin. Zum Beispiel, dass ich mir halt vielleicht einfach vorstelle, da ist eine große gelbe Energiewand um mich herum. Das hilft bei vielen auch ganz, ganz gut. Das ist wirklich, ich kann da durch, aber die anderen kommen nicht rein. Einfach so ein bisschen spielerisch. Und das waren heute so wirklich ein paar Gedanken, wo ich euch mitgeben wollte. Alles Liebe und Gute, eure Beate. Tschüss.